Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über Wechselstromkreise. Das letzte Mal haben wir ziemlich viel gehört über Reaktanzen, Impedanzen, mit falschen T geschrieben und so weiter. Ja. Heute wollen wir uns das ansehen. Ich hatte nämlich, wie ich das selbst gelernt habe, habe ich immer Probleme gehabt. Also Moment mal, Strom und Spannung und einmal teilt es vor und einmal teilt es nach und wie ist es und ich kenne mich überhaupt nicht aus und wie kann das sein? Ich möchte das deswegen erklären anhand der Zeigerdiagramme. Ich habe hier zwei Schaltungen aufgezeichnet, einmal eine Parallelschaltung und einmal eine Serienschaltung. Und natürlich bleibt es so, dass die Spannungen an einer Parallelschaltung die gleiche sind und der Strom in einer Serienschaltung der gleiche. Das heißt, da ändert sich nichts an der Spannung zwischen also nehmen wir mal als erstes die Parallelschaltung her. Ja. Die Spannung U liegt an allen Elementen. Ja. Die ändert sich auch nicht. Das heißt, die Spannung am R, die Spannung am C, die Spannung am L ist U. Fertig. Ja, ist eine Parallelschaltung. Das ist die gleiche Spannung und hat auch natürlich den gleichen Winkel und somit den gleichen Zeiger. Das heißt, diese Spannung kann ich hier irgendwie einzeichnen. Ja? Ich sage da mal, das ist U. Ja? Die U hat einen gewissen Phasenwinkel hier, das ist Phi U. Ja? Und das war's. Ende. Ja? Was sich aber schon ändert, ja? Was sich schon ändert, ist der R, C und L. Die I ist da. Ja? Wie schaut denn I, R aus? Ja? Gibt es keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an einem Widerstand, gibt es keine Phasenverschiebung, das heißt der IR schaut an und für sich so aus. Ja? Der ist da gleich, quasi. Ja? Wie schaut dann der IC aus? Ja? Der IC ist um 90 Grad vorne. Das heißt, der IC zeigt da hier in diese Richtung, kann eine andere Länge haben, IC, und da haben wir 90 Grad dazwischen. Ja? Zwischen Strom und Spannung. Ja? Spannung ist beim Kondensator nacheilend. Kann man sich, obwohl sie nacheilend heißt, ist ja eigentlich da der Strom fuhren im Zeigerdiagramm. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen, da ist vielleicht, ich weiß nicht, warum mir das damals so schwer gefallen ist, aber so ist es halt. Ja? So ist es eben. Und jetzt zeichne ich noch das IL ein und das IL ist nacheilend und da erscheint es mir dann wieder logisch, dass man das so einzeichnet praktisch. Da ist der IL, ja, und das ist dann da ebenfalls 90 Grad zu der Spannung. So würden die Ströme da aussehen. Ja. Und wie schaut jetzt der Gesamtstrom I aus? Nun, dann muss man diese drei Ströme addieren, weil es gilt ja die Knotenregel, die gilt ja ganz genauso. Ja. Haben wir aufgeschrieben. Das heißt, zu dem zähle ich praktisch hier das IC dazu. Also da haben wir da, das ist die gleiche Länge. Machen wir es ein bisschen länger. Und zudem ziehe ich jetzt das IL wieder ab. Das heißt, da gehen wir da runter. Und das IL, schauen wir mal, kommen ungefähr bis da irgendwo her. In meinem Beispiel jetzt. Und der Gesamtstrom würde also so runterschauen. Also fast auf der reellen Achse, da ist der I. Okay. Der I setzt sich also zusammen aus diesen Einzelströmen, das U mache ich auch noch ein bisschen fett, dass wir das da hervorgehoben haben, dann haben wir I und U hervorgehoben praktisch. Ja. So schaut das aus, das Zeigerdiagramm. Ja. Und jetzt haben wir einen Phasenwinkel zwischen I und U. Und der ist jetzt ein bisschen mehr wie der Phi U. Da haben wir den Phi da dazwischen. Ja? Parallelschaltung. Also Parallelschaltung, am besten, man fängt an mit der Größe zu zeichnen, die überall gleich ist. Okay? Also ich habe da mit U angefangen. Und wo ich das U jetzt hinlege, ist eigentlich vollkommen egal. Ja? Ich hätte das U genauso gut in der reellen Achse zeichnen können, dann hätten sich alle Zeiger halt ein Stückchen gedreht. Das ist das, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich wurscht, in welchem Moment ich sage, jetzt ist es 0.
in den meisten Fällen, es kommt nur auf die Relativlage der Zeiger dazu an, ne? In den allermeisten Fällen. Gut, dann schwenken wir rüber zu unserer Serienschaltung. Was ist in der Serienschaltung gleich? Der Strom. Okay? Jetzt zeichnen wir da mal einen Stromzeiger ein. Ich zeichne den jetzt einmal bewusst ein bisschen steiler auf, dass wir sehen, das muss nicht immer so sein. Da ist mein I. Das ist mein I. Der rinnt durch R, der rinnt durch C, der rinnt durch L. Passt. Was ist jetzt der UR? Strom und Spannung am Widerstand sind in Serie, mit Nullphasenwinkel. Das heißt, der ist da der gleiche. Das ist der UR. Okay? Wir haben da auch wieder den Phasenwinkel. Phi. Ja. Ja. Der UC. Ja. Ist der UC hinten? Ja, der UC ist hinten. Ja. Jetzt macht es plötzlich einen Sinn, dass man sagt, okay, die Spannung ist nachheilend. Ja. Aber ich zeichne jetzt einfach mein UC ein. Hier ist mein UC. Ja. Die haben wir wieder 90 Grad dazwischen. Ja. Ist genauso hinten wie da. Also da ist der IC vorn und der U vom C hinten. Und da ist der I vorn und der U vom C hinten. Ja. Aber diesmal zeichne ich halt das I, habe ich das I zuerst eingezeichnet, weil das eben die gemeinsame Größe ist. Und das L ist halt die Spannung vorn. Ja. Und wieder ist es so, dass man sagt, okay, da haben wir 90 Grad dazwischen, da haben wir das UL. Ja. Wieder wäre es praktisch so, dass man sagt, ja, eigentlich, gell, der Strom ist nacheilend, aber da der Strom gleich ist, schaut es eigentlich so aus, wenn die Spannung vorn wäre. Okay? Hauptsache, die Lage passt zueinander. Ja? Es rotiert er so gegen den Uhrzeigersinn. Das muss man also ja auch immer im Kopf behalten, mathematisch positiv. Ja? Okay, und jetzt zählen wir die ganzen Spannungen zusammen. Also U, weil es gilt ja hier die Maschenregel. Und da kommen wir drauf, dass U gleich UR, UC und UL ist. Und jetzt zählen wir es zusammen. Ja? Da ist UC rum. Ja? Also hier haben wir praktisch die gleiche Länge. UC. Und jetzt zählen wir UL dazu. Wie weit kommen wir da? Bis daher ungefähr. Ja. Also UR plus UC plus UL. Und hier haben wir dann unser gesamtes U. Hier haben wir den Phasenwinkel Phi U. Ja, und hier haben wir den Phasenwinkel Phi zwischen Strom und Spannung. Also einmal ist der Strom durch alle gleich, einmal ist die Spannung an allen gleich und die andere Größe ergibt sich nachher aus Addition. Ja, so zeichnen wir Zeigerdiagramme. Ja, es ist jetzt eh nicht so schwer. Ja? Natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir sehr schwer getan, zu Beginn das irgendwie zu akzeptieren. Und ich hoffe, mit dieser Erklärung ist es logischer. Ja, also jetzt haben wir U, jetzt haben wir I. Und wo Strom und Spannung, wo Spannung anliegt und Strom fließt, haben wir Leistung. Im nächsten Video reden wir über Leistung. Wie berechnet sich Leistung im Wechselstromkreis? Da werden wir drauf kommen, wenn wir da sowas haben, so eine Phasenverschiebung zwischen U und I, dann ist das gar nicht mehr so leicht. Dann gibt es verschiedene Leistungen. Verschiedene Leistungen? Ja! Im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.